dieses Covid-19-Coping, das wir zuerst mal befragt haben, die Interviewpartner, Partnerinnen nach dem Stand der Digitalisierung aus Ihrer Sicht. Also wie würden Sie den Stand der Digitalisierung der Hochschulen zum Zeitpunkt des Ausbruchs einschätzen? Und sind dann so die verschiedenen Phasen, die dann tatsächlich die Covid-19-Pandemie betroffen haben, durchgegangen. Also die Interviews habe ich so ab Juli, Ende Juli durchgeführt. Das heißt, diese unmittelbare Krisenintervention und die darauf folgenden Reaktionen, Taskforces, Erste Hilfe und so weiter, die fanden ja schon statt. Manche Hochschulen hat es ja auch im laufenden Betrieb erwischt. Die mussten dann, also die hatten das Semester schon begonnen, mussten dann umstellen. Das wäre also die Phase 1 gewesen. Dann kam es ja zu sowas wie einer Normalisierung. Also auf einmal haben ganz viele von The New Normal gesprochen, ne, und das auch so hervorgehoben, wie sich das jetzt so ein bisschen einruckelt, ne, dass also Dinge sich eingespielt haben, dass es doch irgendwie funktioniert. Das wäre dann so die Phase Frühsommer bis Hochsommer. Und dann natürlich das Spannende, wahrscheinlich auch für uns hier jetzt, wie geht es weiter? Weiterentwicklung und Verstetigung. Also ab September dann, wenn jetzt Bilanz gezogen wird, es sind ja ganz viele Umfragen auch noch veröffentlicht worden oder finden gerade statt. Das Wintersemester steht ja vor der Tür, ist ja verschoben worden auf den 1.11. Und da ist ja auch klar, dass es kein normales Semester geben wird. So, dann wären wir auch schon bei der Abstimmung. Und zwar habe ich die Interviews jetzt so zusammengefasst, weil ich kann jetzt aufgrund der Kürze der Zeit nicht da auf alle Details eingehen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fasse mal so ein paar Cluster zusammen, also die aus den Interviews, aus dem Material heraus sich ergeben haben. Und das sind eben jetzt so die Punkte. Einmal Verständnis Digitalisierung, also welches Verständnis wurde da geäußert oder welches Verständnis lässt sich ablesen? Da könnten wir drüber diskutieren. Dann aus der Krise lernen, also was können wir mitnehmen oder was für Erkenntnisse, Einblicke gab es da? Und dann der Punkt offene Baustellen. Und ich habe jeweils so ein paar Stichpunkte genannt. Die habe ich auch später nochmal in Folien vermerkt, also so, dass wir da auch so ein bisschen Stichpunkte haben. Aber da wird mich natürlich auch eure Meinung interessieren. Das sind jetzt fast 120 hier. Das freut mich natürlich sehr. Und dass wir da irgendwie ins Gespräch kommen, deswegen gerne den Chat nutzen zu den einzelnen Themen. Auch gerne Erfahrungsaustausch. Ich denke, jeder, der jetzt hier ist, war davon betroffen. Und deswegen bin ich und die anderen wahrscheinlich auch interessiert, wie das da wahrgenommen wurde. Und aber um das erstmal so ein bisschen zu strukturieren, habe ich jetzt eine kleine Abfrage erstellt. Die müsste man jetzt hier sehen. Und da würde ich jetzt einfach bitten, klickt doch mal jede rein, was da interessiert. Und dann würden wir einfach zu den Themen springen. Sehr schön. Ich danke allen, die sich daran beteiligt haben. Ein paar Ergebnisse kommen noch rein. Ich kann das jetzt hier auch mal teilen, damit es jeder sieht. Ich habe das auf, also es ist eigentlich eine schöne fast Gleichverteilung. Also aus der Krise lernen ist mit 40% jetzt vorne und dann zweimal so knapp 30% mit offene Baustellen und dem Verständnis der Digitalisierung. Das ist doch schön. Also das sind alle Themen dann wohl von Interesse. Dann würde ich jetzt diese Abstimmung wieder zumachen und zu dem Punkt kommen, der, glaube ich, jetzt ganz vorne war, aus der Krise lernen. Aber es soll ja nur so ein Indikator geben. Also wenn jetzt irgendein Thema ganz weit vorne gewesen wäre, hätten wir das wahrscheinlich intensiver besprochen. Jetzt geht es ja, es waren ungefähr alle gleich präferiert. Deswegen können wir damit jetzt auch mal anfangen. Und ich habe jetzt hier so ein paar Punkte
für das Thema aus der Krise lernen aufgezeichnet, aufgeschrieben. Und zwar was ja dann passiert ist, ist, dass es eben diese Sofortmaßnahmen gab. Es wurden Taskforces gebildet, die haben sich dann eben schnell gefunden und sich eingespielt auf die neuen Aufgaben. Also es waren ja vor allen Dingen technische Herausforderungen, dass eben, weil ja viele dann Videokonferenzsysteme genutzt werden mussten, die Lizenzen dafür einzukaufen oder generell die Infrastruktur so ein bisschen abzugraden, dass sie performanter funktioniert und so organisatorische Dinge. Aber dabei kam man eben auch so raus, es war nicht immer klar, wohin die Reise geht. Also es war eben gerade so am Anfang. Ne? Da war alles so dynamisch, man ist so auf sich gefahren. Klar war auch, das Semester muss stattfinden. Und dann hat man sich da so eingeruckelt. Und was dann gemacht wurde, auch relativ schnell, ist, dass Bedarfe analysiert wurden. Also viele Hochschulen haben dann ihre Studierenden, aber auch Lernende befragt, was braucht ihr denn, wie können wir euch unterstützen, um da auch möglichst schnell drauf reagieren zu können, um dann sicherzustellen, dass alle die benötigten Dinge haben, die sie brauchen. Zum Teil wurde dabei auch auf bestehende Netzwerke zurückgegriffen. Also alle die jetzt schon vorher schon so E-Learning-Support-Strukturen hatten, auch hochschulübergreifend, die konnten darauf zurückgreifen. Jetzt nicht unmittelbar am Anfang, weil da war es ja doch eher chaotisch. Also da wurde auch mal so das Bild eines Bienenkorbs verwendet, der runterfällt und alles wuselt erstmal so rum. Das ruckelt sich dann ein, aber dann spielen diese eben Netzwerke, die es dann schon früher gab, doch eine große Rolle. Wichtig war dann auch, die Kommunikationswege zu klären und zu etablieren. Also dass gerade so mit Hochschulleitung, mit der Landespolitik sich eng abstimmen, um Rahmenbedingungen zu klären, um sicherzustellen, dass man da jetzt auch weiter lehren kann. Dafür braucht es auch neue Wege. Da geht es natürlich auch um Erreichbarkeit, dass da auch im Schichtbetrieb gearbeitet wurde, gerade bei den E-Learning-Support-Einrichtungen im Medienzentrum. Die haben ja wirklich eine wahnsinnige Arbeit geleistet. Und das Thema dann natürlich Austausch und Kooperation. Also es gab ja auch sehr früh viele Angebote an didaktischen Tipps und Tricks für Einsteiger, also für alle Lehrenden, die damit noch nicht so vertraut waren. Auf dem Hochschulforum von eTeaching.org gab es sehr viel Material und da wäre es natürlich auch schön, wenn das jetzt irgendwie auch weitergeht, ne, dass man nicht immer das Rad zweimal neu erfinden muss, sondern auch auf das zurückgreifen kann, was es schon gibt. Das wäre jetzt so von mir die Punkte. Ich gehe da jetzt gerne nochmal näher drauf ein und würde da auf den Chat einfach zurückgreifen. Da kommen auch schon Anmerkungen oder Fragen, dass 80-90% der Lehrenden und Studierenden gut zurechtkamen. Das kann ich bestätigen. Also es hat insgesamt, das war auch immer so ein schöner Ausdruck, es lief erstaunlich gut. Also da schwingt natürlich so mit die Erwartung, dass es doch zu größeren Problemen kommen kann, das unklar ist. Also nachdem klar war, die Hochschulen müssen geschlossen werden, es findet kein Präsenzbetrieb statt, dass dann eben erwartet wurde, es gibt wohl ein Chaos. Also es läuft nicht so geordnet ab. Und deswegen war dann interessant zu hören, es waren mehreren Interviews, es lief erstaunlich gut. Also dann schwingt natürlich auch so eine Erleichterung mit, ne, dass man diese riesige Herausforderung jetzt gemeistert hat. Aber auch, und ich glaube, darum geht es ja auch bei dieser Anmerkung jetzt, eine Kritik an didaktischen Formen, also dass es eben nicht immer so das Gelbe vom Ei ist, was da gemacht wurde. Also die Bandbreite war ja natürlich sehr groß, was ja auch klar ist, wenn man sich nochmal den Blick in die Vergangenheit richtet, dass eben viele Lehrende nicht über ausreichend E-Learning-Erfahrungen verfügen und dann einfach nur, so wie ich das jetzt mache, in den Bildschirm reinspreche und dann auch gar nicht den Gegenpart sehe. Wenn, was da mit den Studierenden ist. Gut, bei 131 ist es auch nicht so, ist das auch nicht so einfach. Man kann es digital auch gestalten, stimme ich zu. Dafür braucht es aber auch entsprechende Kompetenzen. Und die lassen sich dann eben auch nicht jetzt in über Nacht erwerben, sondern da geht es eben auch darum, das braucht ja auch seine Zeit, sondern es geht erstmal darum, überhaupt die Lehre zu gewährleisten, dass man dann irgendwie die
Genau, Bereitschaft natürlich auch, also sich darauf einlassen. Und das ist, glaube ich, einfach noch ein langer Weg, der man da nehmen muss, ne? Also die Voraussetzungen waren ja so, man musste es machen, jeder musste jetzt digital lehren, aber es gab einfach eine riesige Bandbreite. Und natürlich wurde auch vermisst, das wird hier im Chat auch geschrieben, das soziale Leben und der Kontakt zueinander ist ja auch nicht verwunderlich. Und schnell kam ja dann auch dieses Phänomen der Generation Unsichtbar, das war mal in der Süddeutschen Zeitung so ein Aspekt, dass bei Zoom oder Big Blue Button oder Videokonferenz-Meetings eben die Kameras nicht ausgeschaltet wurden und deswegen man nur einen schwarzen Bildschirm sieht. Also die technischen Aspekte, die haben eigentlich ganz gut funktioniert. Musste am Anfang die Kapazität erhöht werden, gerade von den Videokonferenzsystemen. Und da wurde auch dann die Empfehlung, glaube ich, ausgesprochen, dann auch nicht immer alles synchron machen, sondern auch irgendwie zu verlagern, asynchron zu machen. Gut, das geht jetzt schon so in Richtung Didaktik. Die Frage, genau, die jetzt kommt, reden wir noch über Technik jetzt im Wintersemester? Steht doch eigentlich alles. Würde ich eigentlich auch so sehen. Das wäre jetzt eigentlich schon fast die Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich den offenen Baustellen. Da würde ich jetzt auch nochmal drauf zurückgreifen, wenn das okay ist. Und zwar, also der Ausblick jetzt auf das Wintersemester oder darüber hinaus, da habe ich jetzt so ein paar Punkte aus den Interviews herausgezogen und so versucht zu verdichten und auch zu kommentieren. Ganz wichtig ist die Lehrverpflichtungsverordnung. Das ist ein sehr technischer Begriff und der muss viel stärker an das digitale Zeitalter angepasst werden. Es wurde heute Morgen in der Keynote von Peter Alt von der HAK auch nochmal erwähnt, dass das wirklich eine riesengroße Baustelle ist. Also da geht es eben darum, dass die aus einer Zeit kommt, die noch nicht digital war, wo E-Learning Pilot-Projektcharakter hatte und deswegen das noch gar nicht voll umfassen konnte. Und deswegen braucht es natürlich auch sowas wie Kompensation von Überstunden, wenn manche Lehrende sehr viel Zeit investieren, um didaktische Konzepte zu erstellen, dass das eben auch angerechnet werden muss und generell, dass eben digitale Lehre auch Lehre ist, ne? Also das war ja ganz am Anfang auch die Frage mit den zwei Welten, also dass mir irgendwann gar nicht mehr nochmal, ist es jetzt analoge Lehre oder ist es digitale Lehre, sondern dass man über digital spricht, über Lehre spricht, eben nicht über digitale Lehre und in Abgrenzung über analoge Lehre, sondern über Lehre insgesamt. Jetzt kommt hier im Chat, es wird nichts mehr gehört. Wenn das nur anderen geht, bitte ich da einfach nochmal um Rückmeldung, ob das nur Lavina ist. Bist du, sehr gut. Danke, danke. Perfekt. Dann das Thema Prüfungen im digitalen Raum versus Prüfungen der Sporthalle. Also generell Prüfungen waren durchweg das Thema, wo ich gesagt habe, da sind wir nicht so weit, wie wir gerne würden. Es kam ja auch im Chat nochmal die Frage, wie zufrieden war man mit der Krisenintervention? Da wiederhole ich das gerne nochmal mit diesem, es lief erstaunlich gut. Das heißt, die Technik stand, man hat so grundlegende organisatorische Dinge geklärt, die Didaktik hat auch funktioniert, will ich mal sagen. Ne? Also es war klar noch viel Luft nach oben, gab eine große Bandbreite, aber es hat funktioniert. Weniger gut war das eben mit den Prüfungen, weil da eben auch Unsicherheit herrschte, was ist rechtlich zulässig, was nicht. Und da gab es eben auch sehr viel Experimentierung. Also und Hochschulen, wie zum Beispiel die TUM, also die Technische Uni München, die ist ja auch schon sehr weit mit dem Thema digitales Prüfen, die hat natürlich dann einen Stadtvorteil, ne? Also es ist ja nicht so, dass wie bei Leichtathletik-Wettkampf alle
zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle aus dem Stadtblock losrennen, um jetzt die digitale Transformation zu bewältigen, sondern da gibt es eben verschiedene Positionen, wo die Hochschulen sich befinden. Andere haben dann eben gesagt, uns ist das alles viel zu unsicher, wir bieten jetzt Sporthallen an und machen die ganz klassisch eben die Prüfung wie in gedruckter Form, sammeln das ein und so weiter. Was auch ein großes Thema ist, wo es auch noch hakt, was ich jetzt auch so mitnehme aus dieser Konferenz jetzt heute hier, ist, es braucht neue Konzepte für digitale und auch hybride Lehre entwickeln. Und da ist eben wichtig, nicht das, was es bisher war, also diese alte analoge Lehre einfach fortzuschreiben oder zu digitalisieren oder zu sagen, das wäre jetzt virtuell, sondern dass es wirklich neu gedacht werden sollte. Und da hilft dann auch mal so, sich zu vergewissern, dass so Digitalisierung oder Digitalität auch ein Zustand ist, so ein kultureller Zustand, der ganz neue Bedingungen hat und dass es auch zu anderen Formen führt. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber ich merke eben auch in vielen Diskussion und Präsentation auch heute hier schon, dass da immer noch so ein Denken in so alten Mustern stattfindet, so in diesem Analogen. Und aber das ist natürlich auch alles ein Entwicklungs-, ein Lernprozess. Das ist auch jetzt nicht über Nacht machbar. Was auch dann oft gesagt wurde, ist so dieses Thema, also jetzt von Hochschulorganisationen und Hochschulstrukturen, sowas wie eine Reorganisation. Das heißt, dass die bisherige Trennung, also das habe ich jetzt von mir auch noch hinzugefügt, dieses Learning Innovation, weil ich da gerade ein Buch dazu lese, aus den USA, da gibt es schon seit vielen Jahren so die Entwicklung, dass die neue Zentren gründen, die auch Learning Innovation im Titel haben oder im Namen des Zentrums haben, wo es darum geht, eben diese alte Versäulung von Fakultäten, von Rechenzentren, von E-Learning-Support-Einrichtungen, also generell von zentralen Einrichtungen und von Einrichtungen der Fakultäten, dass man die überwindet. Weil eigentlich geht es ja um Lernen. Und das war ja auch heute Morgen meine Frage an Peter Alt, warum die Lehre so wenig evidenzbasiert ist. Also warum forschen die Hochschulen so wenig über ihre Studierende, also über ihre Klientel, über die, also wie Studierenden eigentlich lernen, um darüber dann die Didaktik auch zu informieren, also um da so eine evidenzbasierte Didaktik aufzubauen. Und dafür braucht es auch andere Strukturen, weil es gibt ganz viel Wissen in den Hochschulen zu dem Thema Lernen, eben auch in der Verwaltung, in der Studienberatung, im E-Learning, Support-Einrichtung, im Rechenzentrum. Und die jetzt irgendwie zu bündeln und zusammenzulegen, das wäre eigentlich so meiner Meinung nach ein konsequenter nächster Schritt. IT wurde ja auch schon angesprochen hier im Chat, ist, ich glaube, auch so dann die Bewegung hin zu sowas wie digitales Ökosystem der Hochschulbildung. Das wurde jetzt auch ganz aktuell, ist der, also war ja heute Morgen auch das Thema Digital Education Action Plan, neu veröffentlicht vor wenigen Tagen am 30.09. Und da sprechen sie sich eben auch aus für so ein IT-Ökosystem, was Hochschulen brauchen. Also nicht mehr nur so ein Learning-Management-System und ein paar Tools als Add-on, sondern dass man das anders da denkt. Wie? Das muss eben auch jetzt noch entwickelt werden. Aber ich finde diese Metapher einfach schön, weil es eben deutlich darüber hinausgeht, über das, was man bisher hat, eben ein klar abgegrenzte Tools, die auch nicht immer miteinander verbunden sind, sondern da geht es ja auch darum, um auch Informationen über die Studierenden rauszuziehen. Also ich will jetzt nicht das große Fass mit Learning Analytics und KI aufmachen, aber das geht dann schon so in die Richtung. Genau, also das sind so die wesentlichen Punkte. Ich gucke jetzt nochmal in den Chat. Martina Emke mit Publizierung der Ergebnisse kann ich jetzt zum letzten Zeitpunkt noch nicht sagen, ist ja so eine Auftragsarbeit, aber würde ich darüber informieren, falls es der Fall ist. Ich werde auf jeden Fall hierzu das veröffentlichen und da wird es auf jeden Fall noch was geben. Ich kann ja nochmal auf die, wir haben ja noch 3 Minuten, auf die Folie mit dem Verständnis gehen.
Und zwar, was ist damit gemeint? Also wie kriegen wir ein Verständnis über die Digitalisierung hin? Da habe ich nochmal zurückgeguckt. Also bisher ist es ja ein ganz klares Nischenphänomen gewesen. Also E-Learning und dann auch die Digitalisierung, also der Stand der Digitalisierung bis zum Ausbruch von Covid-19. Es gab die sogenannten Pioniere, Pionierinnen, die Early Adapters, ne, die verschiedene Szenarien, Flipped oder Inverted Classroom oder MOOCs, ausprobiert haben. Generell gibt es auch immer ähnliche diskursive Muster bei Innovationen über die Jahre hinweg. Also immer, wenn eine neue Technik eingeführt wird in der Bildung, wie Bildungsfernsehen oder E-Learning oder früher noch Sprachlabor oder MOOCs oder KI, gibt es immer zwei Lager. Einmal eben so das dystopische, wir sagen es der Untergang der Bildung, der Hochschulen und auf der anderen Seite dann so die Utopisten, die sagen, es wird jetzt alles neu, alles toll. Ich denke, die Wahrheit liegt dazwischen. Und da ist eben auch schön zu beobachten, wenn mehr Diskussionen sich dann so in der Mitte bewegen und nicht immer wieder diese alten Narrative, also Erzählungen wiederholen, die sich so an der Technik abarbeiten. Und ich habe da nochmal auch so zur theoretischen Unterfütterung so ein Mehrebenenmodell mir mal rausgesucht. Das kann ich jetzt gerne auch nochmal zeigen. Das jetzt wird zum Abschluss nochmal ein bisschen theoretisch. Und da geht es darum, wie der Name schon sagt, sind es mehrere Ebenen. Und das kommt eigentlich so aus der Transitionsforschung, wo es darum geht, so zum Beispiel im Umweltbereich, Energiegewinnung, Energieversorgung, warum gibt es so wenig erneuerbare Energien, warum ist so Dominanz von Kohle und Öl so stark. Und ich habe das mal versucht zu übertragen auf die Hochschulen und da gibt es eben diese Nische-Ebene, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, die ist unten, da gibt es eben sowas wie die digitalen Pioniere, es gibt MOOCs, es gibt Flip Classroom, es gibt auch Netzwerke wie das HFD. In der mittleren Ebene gibt es sowas wie die Hochschulen als soziotechnisches Regime. Damit ist gemeint, das sind wahnsinnig stabile Organisationen, die über Regelungen, Gesetze, Codes, Kulturen, Praktiken verfügen, die über die Jahre, ja sehr, sehr Jahrhunderte wahnsinnig stabil sind. Und es gibt ganz oben, das nennt sich dann die Landschaftsebene, da gibt es dann ganz große soziale und technologische Trends, sowas wie Individualisierung seit dem Zweiten Weltkrieg. Krieg und Paradigmen und Weltbilder. Und dadurch, dass eben diese mittlere Ebene so stabil ist und auch oben sich so wenig ändert, haben es die unten, also diese Nischen und die Innovation haben es schwer, so ein Uptake, nennt sich das dann, hinzubekommen, weil eben das System noch nicht so bereit ist. Und mit Covid-19 sehen wir jetzt eine Veränderung und das heißt, es gibt nicht nur von unten die Innovation aus der Nische, sondern auch nach oben. Jetzt schaltet sich Lawine ein. Ich glaube, ich muss langsam auf die Zeit gucken. Aber ich wollte noch auf einen Punkt aufmerksam machen. Ganz aktuell ist noch ein Call veröffentlicht von der Zeitschrift Medienpädagogik, ein Themenheft, das ich herausgebe. Da wollte ich alle nochmal einladen zu Reflexion, zu Diskussion. Wir können das nur gemeinsam machen. Das ist auch nochmal ein Raum dafür, um sich auszutauschen. Das ist eine herzliche Einladung an alle, Beiträge einzureichen.